wunderschönen guten Morgen an alle Chick-Freaks da draußen. Ich befinde mich gerade auf der Donau, aber ganz zeitig in der Früh. Wir haben noch ein bisschen Nebel, so Smoke on the Water. Ja. Und ja, und jetzt werde ich mich jetzt einmal da wieder einmal bemühen, einen Zahn herauszukitzeln. Ja, Niedrigwasser ist super. Ja. Also, wenn ich so runterschaue, ich glaube, da wo ich jetzt stehe, ja, da fische ich normal. Also, da bekomme ich den ein oder anderen Biss. Ja. Boah, Wahnsinn, wenn man da oben schaut. Normal ist das da. Ja, was soll ich sagen? Da oben ist so eine Kante mit Sand. Ne? Da sollte eigentlich das Wasser sein. Und da stehe ich jetzt sicher 2,5 Meter tiefer unten. Ja, ich muss mich eh beeilen, bevor die Sonne kommt oder es hell wird. Ich glaube, dass die Zander jetzt gerade fressen würden in der Dämmerung. Und dann, wenn es hell wird, dann das Wasser schon zu klar ist, da herunten, dass da dann einfach zu seicht ist. Okay, passt. Also, ich mache geschwind. Tu mir weh und mache die ersten Wolfe. Alles klar. Ja. Es ist so extrem wenig Strömung und seicht da, dass da, boah, ich fische jetzt mit, ja, ich glaube 12 Gramm, das ist definitiv zu schwer schon. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich muss definitiv weiter runter gehen, dass ich direkt in die Strömung komme. Weil ist die Strömungskante so weit draußen, dass ich da keine Hoffnung habe. Ja, da kommt jetzt endlich ganz draußen auf Wurfdistanz einmal harter Grund. Ansonsten legt sich das alles mit Sand zu. Es wird immer schlechter da. Ich glaube, da werde ich 8 Gramm montieren oder irgend sowas in der Richtung. Weil das macht da keinen Sinn. Da müssen wir definitiv was anderes machen. Große Köder, glaube ich, passt, ja. Aber wie gesagt, das Gewicht ist viel zu schwer. Tja, was haben wir da? Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Dann stelle ich das Ding da mal her. Wir werden auch einen Köder wechseln. Wir werden also ein schönes Motoröl nehmen. Motoröl Bernstein. Boah, ich hab's ganz nett drauf da. Sensationell. Den habe ich jetzt gar nicht gekriegt. Okay, dann ist der Start klar. Ja. Motoröl. Probieren wir unser Glück auf ein neues. Sind wir jetzt 10 Gramm? Statt an Klassik an normalen Zanderhu. Ja, schauen wir mal. So flach war es schon lange nicht mehr. Also wirklich vorgesehen, aber es ist definitiv nie so flach. Aber heute ist es wieder richtig tief unten. Zu Hause heute. Wenn ein Zander da gewesen war, dann hätte es schon gekocht. Definitiv. Naja, so lange habe ich heute eh nicht Zeit. Okay. War nicht. Passendes Boot.
kein Fisch zu Hause. Ich habe aber gemerkt, oben eine Zeit lang ist einfach mit kleinen nur Actionköder besser gegangen als mit normalen Actionköder. Dann haben sie die wieder nicht genommen, dann haben sie wieder diese 7er Koppe genommen, so wie im letzten Video. Das war ja sensationell, dass der Fisch. Ja, so. Aber was das ist, das spielt sich so noch Hecht an. Eigentlich. Obwohl, man kann es nicht genau so. Na, sehr Zander. Schöner Zander. Ein schöner Zander ist das. Richtig schöner. Oh, alter Falter, ist der geil, hä? Gerade habe ich nicht gesagt, ob wir da heute noch was fangen. Ist ja super. So, dann gehen wir wieder zum Ding rauf. Aber so wie ich es gesagt habe, eher mehr in der Strömung. Nicht unbedingt da, wo es ruhig ist. Ja, Köder hat er schon ausgespuckt. Ja, kann man vorstellen, dass der nicht besonders gut klingt ist. Denn der hat sich eben beim Aufstich mit dem Vieh. Nein, ist gar nicht drin. Ja, bitteschön, ne? Da haben wir ihn schon. Den ersten Zahn dafür heute. Ja. Sehr fein. Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr gerechnet damit, weil, wie gesagt, die Jungs sind dann richtig schlecht. Das Wasser ist so seicht. Ja. Wie schon lange nicht mehr. Ja. So, der darf jetzt natürlich sofort zurück. Ja. Und ja, wie gesagt, ich erkläre euch nochmal kurz, wie ich da jetzt vorgegangen bin. Und ja, dann machen wir weiter. Ne? Okay, passt, alles klar. Ja, Bursche. Schöner Zahn da, wir haben 55. Schaut mal. So, und jetzt darf er wieder ins Element. Super, dick ist er. Jawohl. Jo, also, nochmal. Das war der Köder. Unteröl Bernstein ist das. Und ja, der passt halt auf diese Trübung, also mehr oder weniger trüb. Es ist relativ klar, ja, es ist wirklich klar, ja. Und ja, ihr müsst euch einfach die Strömungskanten suchen. Ja. Das heißt, jetzt im Stillen ist Wasser nur klarer, als wie dort was rinnt. Und ihr müsst schauen, dass ihr in die Strömung kommt, dann fängt ihr euch ein Zander. Ja. Es hilft nichts, wo es nett und schön zum Fischen geht und vielleicht auch keine Hänger sind. Dort stehen aber die Zander nicht am Tag. Am Tag auf keinen Fall. Ja. Vielleicht in der Nacht. Ja. Aber in der Nacht weiß ich es nicht, weil das interessiert mich nicht wirklich. Lassen wir vielleicht 2-3 Mal im Jahr und dann ist es gut, ja, weil das wird nichts, weil sonst während die Videos scheiße, ne? Und jetzt dort immer wieder mit bei so klarem Wasser dann mit einem Scheinwerfer filmen musst, dann ist dann so viele Spots gibt es jetzt nicht, dass man sagt, okay, passt, ich kann jetzt fahren zum anderen gehen und überall einen Zander fangen und die anderen verbrüllen, dass da ein bisschen was rauskommt. Ja, nein, das ist mir zu viel Aufwand und ja, das zeigen euch andere auch. Aber nichtsdestotrotz, es geht auch am Tag. Ja. Ihr müsst es halt ein bisschen anpassen, eure Fischerei und die Gegebenheiten, und dann wird es auch was mit den Zahnen. Also einfach nur durchhalten und ausprobieren, ein bisschen mitdenken bei dem Ganzen und ja, dann kocht es auch. Ja. Und Huschitz, ja, nicht vergessen, Huschitz. Ja. Die lassen sich einfach leichter fischen mit weniger Gewicht, und das ist eben im Herbst bei niedrigem Wasser oder langsamen Fließgeschwindigkeiten, auch mit schnellen Fließgeschwindigkeiten, weil sie halt einfach strömungsoptimiert sind und du immer weniger Gewicht brauchst für diese Köder als wie für andere. Ja. Umso größer der Battletail hinten ist, umso mehr Wasserwiderstand hat der, weil der hat einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Ne. Und durch die Bewegung und dass der am Grund kommt und auch dort in etwa bleibt, ja, brauchst du natürlich dementsprechend viel Gewicht, und ja, das brauchst du mit meinen Ködern halt nicht so. Gut, also das zu dem. Und ja, ich würde mich wirklich freuen darüber, wenn ihr auf die, wo ist
die Glocke und aufs Abo-Button drücken würdet. Ja? Weil es ist das, was das Ganze dann für mich sichtbar macht, dass ihr wirklich zuschaut und nicht nur weiterklickt. Ja. Ich weiß, es ist jetzt alles nicht professionell und es gibt wirklich, wirklich richtig geile Filme zum Anschauen. Aber die werden auch mit der Zeit verraten. Das ist authentisch, das ist direkt vom Wasser. Ich meine, die sind auch direkt vom Wasser, keine Frage. Ne? Aber da sehe ich, so funktioniert es in der Donau. Ja, ja, keine Frage, so funktioniert es auch am Rhein. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, ein bisschen einen Kommentar, einen netten Dollars und ja, den Kanal abonniert. Das war echt eine leibende Geschichte. Da würde ich mich wirklich freuen drüber. Also in dem Sinn, jetzt geht's weiter. Los geht's. So, schauen wir mal, ob wir nur mal Masel haben und es kommt nur einer. Das ist natürlich besser, wenn ihr normal fischen geht, ohne ein Video zu machen. Ne? Dann habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr den Fisch einfach wieder zurücksetzen könnt. Und wenn der in so einem Trupp von 2, 3, 4 Fisch durchschwimmt, könnt ihr natürlich sofort einen zweiten auch noch abgreifen. Ne? Da ich ja den Fisch ein bisschen präsentieren mag, habe ich die Chance meistens nicht. Muss mich mit einem begnügen. Das heißt, theoretisch, ja, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber könnte das schon sein, dass ich, würde ich keine Videos machen, mehr Fisch fangen. Aber der war jetzt auch ziemlich weit herbei. War nicht weit raus. Da ist ja zufälligerweise mein Netz so hängerträchtig. Also zumindest habe ich jetzt noch nicht angerissen da. Oh, fuck! Schöner Biss. Sofort ganz herbei an der Kante, ne? Und sofort weg. Und so gehört anreißen. Ja, das war nicht vorfach, sondern das war direkt da. Direkt an der Kante. Einfach gerade da. Also, das sind diese. Diese Muscheln da unten. Ja. Also, die sind so extrem scharf. Die sind da natürlich überall drauf und da kann das natürlich jederzeit passieren. Das ist jetzt blöd. Aber ich habe sofort wieder einen Biss gehabt. Ne? Aber man muss jetzt da keine Angst haben, dass der Fisch jetzt diesen Köder jetzt im Maul hat. Ne? Oder zumindest nicht lang. Die schütteln das ganz schnell an. Weil ich ja den nicht einmal wirklich angeschlagen habe. Ne? Also das geht so schnell, zack, dass die Schnur weg ist. Also dass das anreißt, ja, dass der Haken, wenn du den nicht wirklich anhobelst, den Fisch, dann bleibt der eh nicht hängen. Ja, schmoren. Aber ich glaube, ich habe die richtige Stelle jetzt gefunden. Die stehen im Stickerl weiter unten. Es ist natürlich, soll ich sagen, wie immer eine Stelle, die gefährlich ist. Ne? Ja, passt jetzt. Aber dann definitiv 5-mal angerissen, weil es ist nochmal ein Köder im Sackerl drinnen. Aber man sieht, Rotöl, Bernstein, eine geile Geschichte. Ja. Ich meine, nicht jeder Köder hat da hundertprozentig dieselbe Farbe. Ich meine, das ist in Wirklichkeit eh egal. Das ist nur fürs Auge. Ja. Das Auge fischt mit, ne, logisch. Aber ja, das ist immer schon ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, also da dürft ihr euch keinen Kopf machen. Ich hab's früher Cola genannt, das kann schon sein, dass wenn ihr was bestellt im Shop, gell, dann kann das schon leicht sein, dass da mal nicht Bernstein draufsteht, sondern Cola oder dann sind das noch Sackerl, die halt ich vor längerer Zeit eingepackt habe. Und ja. Da müsst ihr euch aber keinen Kopf machen drüber, das ist definitiv dasselbe Prinzip. Also man kann sagen, es gibt ganz viel Muscheln in der Donau. Wie
gesagt, ich habe jetzt einen Stöhner angeschaut, den man normalerweise bei normalen Wasserstand nie sehen würde. Ja, da wo ich jetzt gehe, würde ich wahrscheinlich gleich mal meinen Kopf rausstellen und das geht aber noch nicht da oben. Ja, das schauen wir jetzt an. Jetzt gehe ich nochmal zurück, dort, wo ich den Zander gefangen habe und den einen verloren habe. Ich mache da noch zwei, drei Würfe und dann werde ich mir nur eine neue Stelle suchen und dann werde ich schon wieder abzischen. Ja, gut. Ja, schade, dass wir den zweiten Fisch nicht gekriegt haben. Das war eine super Geschichte gewesen für das Video. Zwei Fische ist schon mal nicht schlecht. Aber was soll's? Man kann sich das nicht aussuchen. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Okay, na gut, dann bleibt es ein bisschen dran. Ein bisschen gegessen werden. Also, bis dann. Jo, so, das war's für heute. Ja. Ich habe jetzt nur, leider Gottes ist mir die GoPro ausgefallen, die hat auch mit der Powerbank aufgegeben. Ich habe jetzt nur wirklich zwei Kracherbiss gehabt, ja. Kurz drauf und weg. Ja. Leider Gottes alles genau vor die Füße. Also wirklich keine, weiß ich nicht, 5 Meter da vom Ufer. Das sind, eigentlich sollte ich die fast schon sehen. Ja. Ja, auf alle Fälle ja, mache ich jetzt Schluss und gehe mal arbeiten. Ja. Ausnahmsweise am Nachmittag, nicht in der Früh. Ja. Aber ich habe natürlich sofort die Gelegenheit genutzt, um ein bisschen fischen zu gehen. Einen Zander haben wir ja gefangen. Verloren haben wir blöderweise jetzt dadurch doch etliches. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das vielleicht ein Hecht war oder doch ein Zander. Oder den ersten Biss habe ich mit der Siemer-Koppe wieder gehabt. Aber brachial, wirklich brachial. Kurz drauf. Einmal reingepackt, wupp, weg. Aber ja, da war der Haken ein bisschen stumpfer, das Steiner. Vielleicht war das der Grund. Andererseits, ein Einserhaken ist einfach für einen großen Zander natürlich, wenn der nicht den bis irgendwo nach hinten einsaugt, ja, einfach fast zu klein. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn es mir einen Daumen nach oben gibt und ein Abo da lasst, ja, und vielleicht einen netten Kommentar. Ob euch meine Erklärungen weiterhelfen oder nicht. Ja. Und ja, in diesem Sinne, noch einmal danke fürs Zuschauen.